Die Hüftdrehung im Golfschwung ist ja ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe ja in der Vergangenheit einige Videos zu dem Thema erklärt, die auch durchaus komplex sind. Aber heute möchte ich die ganze Sache ganz, ganz einfach erklären, damit du wirklich einen guten Überblick über die Hüftdrehung im Golfschwung hast. Als erstes ist Folgendes zu sagen. Wenn ich von der Hüftdrehung spreche, spreche ich eigentlich von der Beckendrehung oder Beckenrotation. Hüftdrehung wird das ja eher unter den Golfern genannt. Aber wenn wir von Hüftdrehung sprechen, sprechen wir eigentlich von der Beckenrotation. Ich behandle heute rein, was das Becken im Schwung macht. So, und hier habe ich nun so ein Becken. Und zwar ein Becken sieht aus, ja, mehr oder weniger wie eine Ellipse. Hier ist die linke Seite und dieses Kreuz hier ist die rechte Seite meines Beckens. Man kann sich das auch als Hüftknochen vorstellen. Und hier siehst du, genau in der Mitte habe ich hier das Zentrum des Beckens. Ja? Und das ist das, worauf es dann eigentlich am Ende des Tages ankommt beim Drehen. Und zwar ist es wichtig, dass wenn wir uns drehen im Schwung, dass dieser Punkt mehr oder weniger auf derselben Stelle bleibt im Aufschwung. Wir wollen nicht, dass es nach vorne geht, wir wollen nicht, dass es zu weit nach hinten geht, was übrigens sehr, sehr selten ist. Wir wollen keine exzessiven Bewegungen nach rechts und wir wollen keine exzessive Bewegungen nach links. Aber was es ganz genau macht, das erkläre ich dir jetzt eben jetzt. Und zwar, wir beginnen jetzt im Setup. Nochmal, das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite. Und was als erste Bewegung passiert, ist, dass die meisten guten Golfer einen kleinen Sway machen. Ein kleiner Sway bedeutet, dass sie ihr Becken einmal seitlich ein bisschen nach rechts verschieben. Ja, das heißt, es geht nicht weit nach rechts, aber die meisten guten Golfer haben ungefähr ja, so einen Zentimeter bis 2,5 Zentimeter Bewegung nach rechts. Ich gehe jetzt nicht auf die genauen Gründe ein, warum das ist, ich sage dir nur, was passiert. Ja, und wenn das Becken jetzt nach rechts gegangen ist, ein klein wenig, dann beachte bitte, was jetzt passiert. Jetzt dreht das Becken und du siehst, ich drehe es so, dass der Punkt auf derselben Stelle bleibt. Er geht nicht nach vorne und das liegt daran, weil das rechte Becken, also der rechte Hüftknochen, kannst du dir vorstellen, nach hinten geht. Viele Golfer machen hier den Fehler, dass sie diesen rechte Becken als den Dreh- und Angelpunkt verwenden und das linke Becken nach vorne bewegen. Und dann schaut das so aus, dass das Zentrum des Beckens nach vorne kommt. Ich glaube, das kann man hier sehr gut sehen. Also das machen sehr viele Hobbygolfer. Und sein sollte es so, dass das rechte Becken nach hinten geht. Das linke geht zwar auch ein bisschen nach vorne, aber für viele ist es eben das Gefühl, als ob das rechte Becken nach hinten geht. Und dann siehst du auch, dass der Punkt mehr im Zentrum hier bleibt. Was dann passiert, ist Folgendes. Ende Aufschwung, wenn man hier oben bereits ist, dann bewegt sich der Punkt ungefähr ja, gute 10 cm nach links. Und das geht bis in den frühen Abschwung hinein. Das heißt, es ist nicht drehen, drehen, ja, sondern es ist, nochmal zur Wiederholung, ein bisschen rechts, drehen im Zentrum, dann geht es nach links und dann sind wir schon im frühen Abschwung. Aber was auch noch fast gleichzeitig passiert, während das Becken nach links geht, dass es bereits wieder dreht, zurückdreht. Ja? Und wenn du jetzt schaust, ist es wieder so, dass das linke Becken nach hinten geht. Würde jetzt das rechte Becken nach vorne gehen, schau, was passiert, dann geht der Punkt hier wieder nach vorne. Und dann kommen wir auf die Zehenspitzen und verlieren unser Gleichgewicht. Das heißt, wenn dieser Übergang ist, wenn man nach links geht, diese 10 cm, dann geht das linke Becken nach hinten und dann kommt das rechte nach vorne und dann bleibt es ziemlich hier im Zentrum. So, aber was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man versteht, dass es sich nicht nur hier um die Drehung handelt, sondern auch um die Seitneigung des Beckens. Und zwar, wenn du jetzt aufrecht stehst, ja, dann steht ja auch quasi dein Becken genauso wie dieses Blatt Papier hier, das ist das Becken. Aber wir stehen ja nicht so, wir stehen ja in einer Neigung, wir stehen ja nach vorne geneigt im Golf. Ja. Und das Becken ist bei den meisten guten Golfern ca. Ja, 20 Grad nach vorne gekippt. Ja. Das heißt, hier ist 20 Grad nach vorne gekippt. Und in dieser gekippten
Position dreht sich dann auch das Becken. Wir wollen auf keinen Fall, dass wir nach vorne gekippt sind und auf einmal dreht sich das Becken flach. Das ist ein sehr, sehr häufiger Fehler von Hobbygolfern. Und zwar ist es so, dass im Setup, dass, wie gesagt, das Becken 20 Grad nach vorne geneigt ist, man dann dreht und dann sagt man ungefähr, dass in der Aufschwung die rechte Seite ein Drittel von der Beckenrotation gekippt ist. Das heißt, die Beckenrotation sollte ungefähr, sagt man, 45 Grad sein, dividiert durch 3, ist man bei 15 Grad Seitneigung. Bei 15 Grad Seitneigung, mit der geht man dann in den Abschwung hinein, erinnert dich, das Becken zieht dann nach links und die Besten der Welt bleiben noch einen kurzen Moment in dieser Seitneigung nach links, sagt man. Ja? Sie gehen nicht sofort in die Rechtsneigung, sie bleiben in einer Linksneigung. Und erst dann Richtung Treffmoment dreht das in eine Rechtsneigung um. Ich werde das jetzt noch einmal ohne dem Papier hier erklären, dass du das auch in der echten Welt siehst. Also ich nehme mal hier einen Schläger als einen Referenzpunkt zu meinem Becken. So, und jetzt stehen wir hier im Setup. Das Becken steht relativ gerade. Ich will nicht zu viel Neigung in irgendeine Richtung haben. Ich beginne mit einem leichten Sway nach rechts. Drehe ca. 45 Grad in einer geneigten Position. Jetzt bin ich hier ungefähr. Im späten Aufschwung zieht das Becken schon nach links und bleibt in einer Linksneigung. Die Arme gehen hinunter. Und Richtung Ball bin ich dann 45 Grad geöffnet. Das heißt, das Becken schaut jetzt in diese Richtung hier. Mein Becken ist circa wieder 15 Grad geneigt. Und dann komme ich so durch den Ball durch. Und am Schluss ist das Becken circa 90 Grad gedreht. Und das Becken ist bereits flacher. Warum erzähle ich dir das Ganze? Ich erzähle dir das deswegen, weil oft hat man gar kein gutes Bild von dem, was das Becken machen soll. Viele Hobbygolfer glauben ja, dass sie einfach das Becken flach drehen sollen. Oder sie glauben einfach gar nichts. Ja? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es ein gutes Bild bedarf von einer Bewegung, damit man überhaupt die Chance hat, gute Sachen zu machen. Falls du mehr über die Körperrotation und über die Gewichtsverlagerung im Golfschwung erfahren willst, dann habe ich eine Playlist zusammengestellt. Da sind Videos dabei, wo ich sehr, sehr genau zum Teil erkläre, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, ich sehe dich dann drüben, dann auf der anderen Seite. Tschüss!